Klinik am Südring. Auf der urologischen Station wird Dr. Schuster von der 34-jährigen Paula zu ihrem Freund Bastian geholt. Die beiden sind erst seit 2 Monaten ein Paar und Paula musste den 35-jährigen sogar überreden, in die Klinik zu gehen. Schuster, mein Name. So. Was kann ich für Sie tun? Ich habe so Schmerzen in der rechten Flanke. Was ist denn das? Ich denke, wir gehen mal als erstes ins Behandlungszimmer. Können Sie laufen? Schauen wir oder sollen wir ihn ruhig holen? Ich hole den Stuhl. Bleiben Sie ruhig sitzen. Okay. Gut. Wie lange haben Sie das schon? Circa eine Woche. Eine Woche? Ja. Dann hatten Sie das schon mal? Nee, das ist das erste Mal eigentlich. Aber das wird immer schlimmer. Haben Sie irgendwelche ernsthafte Vorerkrankungen? Nein, also ich wüsste nicht, dass da irgendwas ist. Nehmen Sie Medikamente? Auch nicht, nein. Mhm. Heute haben wir einen Patient direkt aus der urologischen Ambulanz zu uns auf Station bekommen mit dem Verdacht Nierensteine, differenzialdiagnostisch Harnleiterstein. Er kam auch hier auf Station mit einem Urinbefund. Daran war sichtbar, dass er Blut im Urin hatte. Nachher hat sich aber die Ursachen für seine Beschwerden, er hatte kolikartige Schmerzen, das hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Oh, da haben Sie einen deutliches Hämatom, einen deutlichen Bluterguss. Oh. Wie ist denn das passiert? Ja. Das habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen. Ich bin vor einer Woche die Treppe runtergestürzt. Treppe? Ja. Von einer Woche? Ich habe da nicht so eine große Bedeutung dazu gemessen irgendwie. An der Geschichte passte nicht, dass das Hämatom sehr frisch aussah. Es war rot, bläulich verfärbt und im Laufe einer Woche hätte das Hämatom bereits grün-gelblich werden müssen. Offenbar verschweigt der 35-Jährige etwas ganz Entscheidendes. Und das wird noch Konsequenzen haben. Denn mit seiner Lüge gefährdet der Maschinenbauer nicht nur den Behandlungserfolg, sondern sogar seine noch frische Beziehung mit Paula. Also ich denke, wir machen jetzt eine Kontrastmitteluntersuchung mit dem CT. Okay. Und dann haben wir sicher eine Klärung. Ja, da muss ich ja wir sind ein bisschen trocken hier. Mit. Oh, ist mal so schwitzen. Ja. Das kann ja nicht mal ja. So ein belangloser ja. Sturz ja. Gewesen sein. Du, Aua. Das kann ja nicht mal eben so ein... Entschuldigung, darf ich einmal... Ja, klar. Mittlerweile sind die Dinger ja überall. Ja. Hallo? Hallo? Mike, wir kommen jetzt hier Stuhl gerade Stuhl gerade vorne in die Klinik. CT ist frei. Kann ich dich später zurückrufen? Ich melde mich später. Da rufen wir mal einen Termin, genau. dass wir gleich einen Termin kriegen. Ja, ich melde mich später. Ja, okay, gut. Tschüss, tschüss. Was wollte der jetzt schon wieder? Er wollte einfach nur sprechen. Telefonieren, keine Ahnung, er weiß doch jetzt nicht, dass wir hier sind. Woher soll das denn wissen? Ständig so. Ja, er wollte vielleicht irgendwas fragen, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt abgeblockt, ich kann es dir nicht sagen. Ich melde mich später bei ihm und dann gucken wir, was er wollte. Ja. Ist jetzt auch erstmal nicht gerade so wichtig. Der Anrufer war Pias Ex-Freund Mike, auf den Bastian gar nicht gut zu sprechen ist. Und das aus gutem Grund, wie sich gleich zeigt. Als der Patient von der Kontrastmitteluntersuchung seiner Nieren zurückgebracht wird, kommt es zum Zoff. Warten wir bitte, ja? Machen wir mal. Was ist los? Ja, warten wir bitte. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was der hier macht? Was willst du hier? Hallo, beruhig dich mal ein bisschen. Mach dich mal locker. Beruhig dich mal ein bisschen. Nein, mal locker. Mike hat mich vorhin angerufen, das hast du mitbekommen. Und er hat gefragt, wo ich bin. Ich bin in der Klinik. Er hat sich Sorgen gemacht, dass es um mich ging. Hör bitte auf mit deiner Eifersucht. Darum geht's jetzt auch gar nicht. Ich bin nur ihreswegen, hier nicht deinetwegen. Darum geht's jetzt auch gar nicht. Hallo, darum geht's jetzt auch gar nicht. Es geht jetzt hier, um dich, dass das alles in Ordnung ist. Und sag mal, hast du mir vielleicht noch irgendwas zu sagen, was gestern so vorgefallen ist? Zwischen euch beiden eventuell? Ja, raus mit der Sprache. Irgendwie, er hat das blaue Auge, du hast das Hämatom. Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen. Und dann? Dann ist er wie so eine wild gewordene Bestie auf mich los und hat auf mich eingeschlagen. Mir reicht das mit deiner Eifersucht? Mir reicht es langsam nein, wirklich. Nein, das kann ich wahr. Er hat mich geschubst, ich hab mich da nur gewehrt. Hast du angefangen? Nein, wir sind uns zufällig... Sind wir eigentlich im Kindergarten oder was? Ihr seid zwei erwachsene Männer, ich hab da keinen Bock drauf. Er hat mir voll die Eifersucht-Szene hingelegt und hat direkt zugeschlagen. Das ist gar nicht wahr. Was ist das hier? Och, wollen wir eine Runde heulen, ja? Soll ich dir mein Auge zeigen oder was? Hör doch auf damit! Ey, Leute, hier ist mal Leute, was hallo, Scheiße. Hallo, es ist doch schon genug passiert. Es reicht doch jetzt, wir sind hier im Krankenhaus, Mensch. Ne? Ist gut. Alles gut, sind Ihre Schmerzen? Ich weiß nicht, also irgendwie, ist das dein Ernst eigentlich? Ey, du weißt, das ist
mit ihm genauso ablief die ganze Zeit. Er macht das jedes Mal, macht er das, immer so Sticheleien. Was ist denn hier los? Das da ist der Ex-Freund von ihr und ich glaube, es hat also ja gestern eine Schlägerei gegeben, was eventuell das Hämatom erklärt. Sie gehören hier irgendwie zusammen. Sie. Das ist mein Ex-Freund, das wissen Sie, er ist mein Freund und offensichtlich kommt das Hämatom, was er dort hinten hat, nicht vom Treppensturz, sondern von der Schlägerei, wie sich hier gerade aufgeklärt hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, da ist das blaue Auge, da ist ein Hämatom. Irgendwie läuft hier irgendwas ganz verkehrt. Es stellte sich ja während des weiteren Gesprächs heraus, dass Herr Summ wohl am Abend zuvor den Ex-Freund seiner Freundin zufällig getroffen hat und dass es da wohl zwischen den beiden zu einer Prügelei gekommen ist. Verwunderlich ist hierbei nur, dass Herr Summ seiner Freundin davon nichts erzählt hat. Und es muss ja auch irgendeinen Grund gegeben haben, warum die beiden sich geprügelt haben. Du hast mich angelogen, ein Eifersucht, das kann ja nicht so ernst sein hier. Immer diese Sticheleien, weißt du, er liebt dich noch und er ruft dich andauernd an. Was soll ich denn dann denken? Ja, er ruft mich an, aber das heißt doch nicht, dass er mich noch liebt. Mensch, wir sind befreundet. Ja. Wir waren lange zusammen, man kann doch befreundet sein. Ja, so, dann zeige ich dir erstmal. Ja, Sie sehen hier die Niere. Die ist hier deutlich vergrößert. Ist viel größer wie die. Wir haben hier eine Einblutung, ein Hämatom. Ich habe auch glücklicherweise schon die Blutwerte aus dem Labor bekommen. Und die Einblutung ist nicht so massiv, dass sich das auf den Kreislauf, auf das Blut ausgewirkt hat. Aber geht das dann wieder weg? Das ist so, das ist einfach zu groß, damit sich das spontan zurückbildet. Außerdem ist das Problem, die Niere ist ja von einer Kapsel umgeben. Und die Kapsel, die ist nicht beliebig und vor allem nicht schnell dehnbar. Und das führt dazu, dass die Kapsel anspannt. Deshalb haben sie auch diese fiesen Schmerzen, weil in der Kapsel sind Nerven. In der Niere selber, in dem Nierengewebe selber, sind gar keine Nerven. Das heißt, die wäre schmerzfrei. Aber durch den Druckaufbau, durch das Hämatom, haben sie die Kapselschmerzen. Und deswegen müssen wir jetzt eine Druckentlastung machen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Hämatom rausbekommen. Also bei einem Hämatom unterhalb der Nierenkapsel ist das Mittel der Wahl die Entlastung durch Ausräumung oder Beseitigung des Hämatoms. Das kann folgendermaßen geschehen. Erstens durch eine Drainage. Da legt man einfach einen Schlauch in das Hämatom ein, leitet den nach außen ab und schließt dann einen Beutel oder ein Gefäß unter Unterdruck an, sodass es gut abläuft und abgesaugt wird. Wenn das nicht zum Erfolg führt oder wenn das Hämatom einfach zu groß ist dafür, dann muss man das mit einer offenen Schnittoperation ausräumen. Hat der Treppensturz jetzt stattgefunden oder kommt das Hämatom durch einen Schlag? Ich muss das jetzt mal irgendwie wissen. Also es ist ja, der Treppensturz hat stattgefunden, ja. Aber das war noch nicht so schmerzhaft. Erst seit gestern, wo das mit Mike passiert ist. Das hat das alles verschlimmert. Ja. Ja, wahrscheinlich war die Niere schon vorgeschädigt durch den Treppensturz. Und das akute Trauma hat die ganze Sache jetzt noch mal verschlimmert. Das würde auch die unterschiedliche Farbgebung an dem Hämatom in der Haut erklären. Das war jetzt nötig. Na gut, das haben wir denn schon? Ist ein OP frei? Also, wir müssen erst anrufen und anmelden und dann brauche ich auch so circa eine Stunde zur Vorbereitung. Wann haben Sie denn zuletzt gegessen und getrunken und geraucht? Vor circa 5 Stunden, aber ich rauche nicht. Okay, gut. Unter diesen Umständen kann der 35-Jährige sogar heute noch operiert werden. Doch auf sein Zimmer wird der Maschinenbauer nur von Schwester Pia gebracht. Freundin Paula ist viel zu irritiert und geht lieber auf Abstand. Wollen Sie nicht doch noch mal mit reinkommen? Jetzt ist gerade alles ein bisschen viel, wissen Sie. Diese ganze Eifersuchtsnummer hier gerade, auch mit meinem Ex-Freund, der junge Mann, der hier gerade war. Und diese Lügerei, das habe ich alles durch mit ihm. Und das weiß mein Freund auch. Okay, das verstehe ich. Und das mit dieser Eifersucht, das ist mir jetzt auch gerade echt alles ein bisschen, das ist mir zu doll. Ich möchte jetzt gerade ein bisschen frische Luft schnappen, Ruhe für mich. Und er soll sich auch konzentrieren. Sagen Sie ihm bitte, ich bin auf jeden Fall da nach der Operation. Okay, das werde ich so ausrichten. Aber ich verstehe das auch. Ein bisschen, gehen Sie frische Luft schnappen. Okay, danke, bis später. Gerne. Ich habe schon gemerkt, dass es ihr ziemlich zugesetzt hat, dass er sie angelogen hat, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Und
Ich kann Sie in dem Sinne auch verstehen, dass sie da erstmal ein bisschen Zeit für sich brauchte, um mit der Situation klarzukommen. Bastian nimmt die von Schwester Pia überbrachte Nachricht sehr mit. Auch während der letzten Vorbereitungen für die OP kann er nur an seine Freundin denken. Der Patient hat große Angst, die hübsche Paula für immer zu verlieren. Der Anästhesiepfleger bemerkt Bastians Anspannung sofort. So, Frau Kabel, sind Sie, der Anästhesist kommt gleich, sind Sie ruhig heute. Was ist los? Angst vor der OP? Nein, im Grunde genommen ist mir die OP eigentlich egal. Es ist auch, die wird schon gut laufen. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil ich habe meine Freundin... Ach, da gibt es andere Probleme noch, gut. Ja, ich habe meine Freundin noch angelogen und ich weiß, dass sie Lügen hasst wie die Pest. Das ist auch nicht gut. Ja, ich weiß, aber ich habe einfach Angst, sie jetzt zu verlieren. Die OP ist mir Stellen Sie das klar. Echt egal. Reden Sie mit ihr. Ja, das versuche ich ja halt die ganze Zeit. Sie sagt immer, ich bin eifersüchtig und ach, dabei habe ich ja. Sind Sie das? Nein, aber dabei habe ich ja einfach einen guten Grund dafür. Nur sie checkt es einfach nicht, dass ihr Ex-Freund immer noch auf sie steht. Und das sehen Sie so und aufgrund dessen haben Sie dann gelogen. Ja, und ich hoffe nur, dass sie bei mir bleibt. Ich hoffe es auch für Sie. Jetzt machen Sie sich mal andere Gedanken. Anästhesist kommt gleich. Wird schon gut gehen, okay? Okay. Der Eingriff an Bastians Niere verläuft nach Plan. 3 Stunden später ist der 35-Jährige wieder auf Station. Als Schwester Pia den Blutdruck misst, kommt Freundin Paula zu Besuch. Die Grafikerin ist immer noch sauer, dass ihr neuer Lebensgefährte die Prügelei mit ihrem Ex-Freund verschwiegen hat. Blutdruck ist noch ein bisschen hoch, aber nicht mehr so hoch. Hallo. Hallo. Schwester, tut mir leid. Ich wollte das nicht, ich wollte dich nicht anlügen. Warum hast du es denn gemacht? Ich meine, warum hast du mir nicht einfach gesagt, wie es war, dass du auf Mike getroffen bist? Weil ich weiß, wie du Lügen hast. Ja, na sicher hasse ich Lügen. Ich meine, wer hasst es nicht, aber... Verzeihst du mir? Ich bin einfach so enttäuscht, weißt du? Du hättest mir doch einfach sagen können, du bist da auf Mike getroffen, da ist irgendwas vorgefallen und mich nicht so anlügen. Du checkst es einfach nicht. Ständig macht er hinter deinem Rücken immer Sticheleien hier. Er holt dich zurück und er liebt dich ja immer noch. Und dann haben wir uns gestern zufällig getroffen und dann hat er auch angefangen wieder, ich liebe sie immer noch und ich hole sie mir auf jeden Fall zurück. Und das wird eh nicht lange halten. Du siehst das alles immer so ein bisschen zu eng. Wir sind befreundet. Ich meine, wir waren lange zusammen. Wir kennen uns, wir mögen uns. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt noch lieben. Oder dass wir, keine Ahnung, das ist einfach, man kennt sich lange. Wir sind befreundet. Mensch, das ist doch nicht schlimm. Ja, aber ständig, weißt du, du checkst das gar nicht. Ständig ist er provozieren. Das ist mir einfach gestern der Kragen echt geplatzt. Und dann habe ich ihn daraufhin geschubst. Und er hat mich dann geschlagen. Ja, das glaube ich nicht. Das ist irgendwie alles eine ganz komische Geschichte, die du hier erzählst. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich dir jetzt das überhaupt noch glauben soll. Ja, aber was wäre... Weil du was hast mich ja sowieso angelogen. Du hast es mir überhaupt gar nicht erzählt, dass ihr euch getroffen habt. Und jetzt auf einmal das alles und dies und irgendwie... Hallo zusammen. Hallo. Jetzt machen wir erstmal die Visite, ne? Herr Summ, gute Nachricht. Also die OP ist gut verlaufen. Wir haben den Schlauch, also diese Drainage, komplikationslos einlegen können. Und schaue ich mal nach. Ah ja, da hat nichts nachgeblutet. Der Verband sieht sehr gut aus. Und es läuft auch. Ja. Die Koagel und das Blut läuft gut ab. Wir haben auch ein bisschen schon in dem Gefäß. Und... Ja, der Blutdruck, muss ich sagen, der regelt sich auch ganz gut ein. Das wird noch eine Weile dauern, das geht nicht von heute auf morgen, aber die Richtung stimmt. Der war gerade auch, ne? Hallo. Ah ja, okay. Was für der schon wieder hier? Ja, ich kann verstehen, dass du mich hier nicht sehen möchtest, ist auch vollkommen okay. Aber Paula hat mir eben eine SMS geschrieben, dass du operiert worden werden musstest und... ich denke mal, dass das Ganze ein bisschen ausgeufert ist zwischen uns beiden und dass es nicht hätte sein müssen. Also, meine Provokation. Also stimmt das, dass du ihn ständig angestichelt hast und dass du ihn geschlagen hast, nachdem er dich geschubst hat? Und dass du ihm gesagt hast, dass du mich noch liebst? Ja, ich kann es nicht leugnen. Es ist eben so, ich habe versucht, dich zurückzukriegen und habe hinter deinem Rücken habe ich bei ihm halt immer mal gestichelt und ihn provoziert und...
Ja, mehr oder weniger ist es dann so weit gekommen und ich kann zwischen uns keine Freundschaft zulassen. Das geht einfach nicht. Also meine Gefühle sagen, ich will dich zurück und ich will einem Glück nicht im Wege stehen. Und von daher wünsche ich euch alles Gute. Ja, tschüss. Siehst du, ich hab's dir auch gesagt. Gott, es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir nochmal verzeihen. Ach, schlecht. Es tut mir echt total leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal hin. Und ich bin noch so doof und mach dich hier an und es tut mir leid. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal hin, Schatz. Gut, also wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann besuche ich Sie morgen wieder. Wiedersehen zusammen. Okay, danke schön. Zu einer Anzeige wegen der Prügelei kam es nicht. Ex-Freund Mike hat die Stadt verlassen. Paula und Bastian haben nichts mehr von ihm gehört. Inzwischen führen die zwei eine glückliche Beziehung und reden offen über alles. Bastians Blutdruck hat sich normalisiert. Der 35-Jährige wurde nach 4 Tagen aus der Klinik entlassen.